Hallo und herzlich willkommen hier zurück beim großen Krabbeln. Ach nee, da ist ja das große Graben hier bei Fallout 4. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und mal wieder reingeschaltet habt. Und ja, mit der guten Sonja hier. Ach ja, wir haben ja noch ein Level-Up. Ja, das gucken wir uns gleich an. Mit der guten Sonja, die uns ja hier immer den Weg frei macht. Die ist wirklich super, Mel. Also wirklich dieser... Schönes Ding hast du hier gekriegt. Schönes Ding. So, aber jetzt, bevor wir jetzt hier weitergehen. Wie gesagt, wir haben ein Level Up. Und, ja. Was nehmen wir denn da jetzt überhaupt nochmal? Wollen wir nochmal Schadensresistenz nehmen? Oder können wir das nochmal skillen? Ah, das geht erst. Ah. Oder wir nehmen das hier nochmal. Stimpaks stellen 75%. Ah. Alter, die Musik ist ja gerade der Hammer schon wieder, ehrlich, Junge. Wir können natürlich auch das hier nochmal nehmen. Sprengstoffe verursachen. Wisst ihr was, wir nehmen das hier nochmal, ne? Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten sie sich nicht an den Türen lehnen. Oder ja, ne? Würde ich sagen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Mit Handgranaten werfe ich ja auch gerne umher. Und von daher würde ich sagen, Bams! Genau das nehmen wir auch nochmal. So, aber jetzt nicht noch länger hier rumquatschen, sondern wir gehen einfach mal weiter. Und, oh nee, ne? Ach! Jetzt, zeigt er, ey, lass mich doch mal zurück hier. Hallo? Ich komme nicht durch. Oh, was ist denn hier los? Das ist ja jetzt cool jetzt. Der zeichnet jetzt sogar an, wo die landen. Genau da. Die Knarre ist eigentlich auch gar nicht schlecht, Mensch. Wo ist denn hier noch was? Beruhigt euch mal wieder. Wieso können wir die kleinen Viecher denn jetzt hier nicht abluten? Aber für den geht's. Aber für den hier nicht. Der hängt ja wahrscheinlich ein bisschen blöd. Alter, ist der weg. Alter, sind die weggesprengt hier, wa? Schön, schön. Was ist das denn? Achso. Eine leere Farbdose. Oh, jetzt geht der los hier. Ach, du großer Gott. Abwasserrohre oder was das hier sind, ne? Ey, sag mal, wo läuft denn das Radio hier die ganze Zeit, Alter? Der Schrank ist leer. Hier ist nichts weiter, ne? Okay, dann halten wir uns hier auch gar nicht länger auf. Doch, hier müssen wir nochmal kurz gucken. Kam hier noch? Munition. Das ist, war doch ganz gut, dass wir nochmal geguckt haben. Aber jetzt, wie gesagt, nicht noch länger umherquatschen hier. Da geht wahrscheinlich nicht weiter. Nein. Dann müssen wir hier wohl durch. Und ich vermute schon wieder, dass hier auch wieder so manches auf uns warten wird. Oh, nee. Jetzt sag nicht, jetzt ist hier noch so eine Art Labyrinth. Nee, doch nicht. Hier geht sowieso nicht weiter. Na, ein Glück. Ein Glück. Das hat der sich wahrscheinlich auch gedacht. Ein Glück habe ich das jetzt hinter mir. Oh oh, Kameras. Aber da haben wir ja auch so was bekommen, ne? Dass wir mit Suchscheinwerfer jetzt was machen können, ne? Nein, ein Jäger! Alter! Ja, noch einer, na klar! Lass mich durch! Auf, ja. Noch einer. Na klar. Alter, jetzt hau dir bloß schnell eine Spritze rein. Ich hoffe, das schafft er noch. Ach, du Scheiße. Alter, jetzt kommt hier noch so ein Jäger ins Spiel. Boah, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, lauf. Alter. Alter, die Knarre ist aber echt gut. Die ist geil. Oh, er muss wieder davor stehen. Der Blödschiss. Hat einen Geigerzähler. Ich achte einfach auf das Klackern. Ich wollte jo, jo, jo. Nicht, ey, weißt du, der Typ, der sitzt da schon halb tot. Echt seltener Fund. Du wirst mich nachher mal ein bisschen damit rumspielen lassen müssen. Womit? Mit meinem Pip-Boy? Du hast ja wohl einen totalen Vogel, oder was?
Oh, die haben sogar Kronkorken bei. Wo ist der andere? Den haben wir irgendwie weggesprengt, ne, glaube ich, oder? Aber das tut's auch. Was wärt ihr lieber? Ich höre da manchmal immer gar nicht. Oh oh. Ach du groß, aber du ahnst es nicht. Naja, Leute, vielleicht nicht. Ey, sag mal. Die Alte hier, ne? Bobby. Die männliche Frau. Red X, Knochenfräser brauchen wir nicht. Hier möchte ich jetzt auch noch ganz gerne rein. Experte. Zum Glück, wir haben das schon alles hochgeskillt, Alter. Das ist echt das A und O. Fuck. Ich bin auch immer gleich ein bisschen zu rabiat am Stick hier. Einfach mal. Alter, siehst du? Cool. Einfach mal ein bisschen vorsichtiger machen. Hallo. Ein bisschen vorsichtiger machen. Dann geht das auch. Und schon haben wir wieder einen schönen Fusionskern. Wobei wir eigentlich die Rüstung eigentlich auch viel zu selten tragen, ne? Waren das nicht drei? Okay, halt an. Da haut mir aber vorher. Nee, ach, war das schon richtig hier. Hilfsmittel. Red X. Genau, hau mal rein. Damit wir hier nicht so viel Strahlung abkriegen. Die Pilze nehmen wir mit. Haben wir. Und jetzt geht wohl hier weiter, so wie es ausschaut. Ah, hier lässt die Strahlung auch schon wieder nach. Na, dann hätte ich mir die ja eigentlich klemmen können. Aber ist ja auch egal. Für was haben wir das ganze Zeugs denn, ne? Oh. Für was haben wir das ganze Zeugs? Sollten wir also. Hä, sind wir nicht von hier gekommen? Nee. Oder doch? Alter, hier geht auch noch lang. Was denn hier? Ist gar nicht, oder geht. Ah, da geht das aber weiter. Okay, zurück. Lass mich durch! Möchte ich mich. Hä, woran? Ach da! Möchte ich mich hier natürlich. Nah dran. Es gibt eine Brauerei in der Nähe unseres Tresorraums. Das hier muss der Keller der Brauerei sein. Eine Brauerei? Wirklich? In der Brauerei waren wir schon. Mann, war doch nur Spaß. Ist das tatsächlich. Warte mal. Sehen wir das nicht sogar auf Karte? Nee, das war ja hier. Die Brauerei. Alter, wir haben uns noch gar nicht wegbewegt hier vorne jetzt. Naja, die Frau wird schon wissen, was sie macht. Ob wir hier nochmal irgendwann ankommen. Ich bezweifle es langsam. Okay, die Tür bekommen wir gar nicht auf. Müssen wir das hier mitmachen? Nee, ne? Terminal benutzen? Das denke ich eher weniger, ne? Doch! Guck an. Tür öffnen. Magnetschlösser. Na, komm. Jo. Okay, das ist also der richtige Weg. Dann möchte ich jetzt aber doch erstmal nochmal ganz. Vorher ganz gerne auch nochmal gucken, erst was hier überhaupt ist. Weil hier konnten wir auch was machen jetzt, ne? Hä? Das stand doch hier eben, oder nicht? Da. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Verstanden. Sonja! Alter, geht weg hier. Da sprengt mal bitte. Oder fräst oder wie auch immer. Oh, ich kann schon wieder Gule. Lass mich mal. Ja, nun. Boah, Alter. Ich hab schon wieder eben Gule gehört. Hey. Scheint, als wäre der Laden von Mr. Handys betrieben worden. Vielleicht kann ich einen funktionstüchtig machen und. Alter! Ein Roboter genügt mehr. Okay. Boah. Das hätte aber nicht lange gedauert. Oh nein! So trete ich nicht ab! Hä? Wo sind die denn? Oh, so. Stirb! Down. Sind alle down? Hier ist noch irgendwo einer. Wo? Hä? Der war da eben irgendwo. Hier geht das jetzt auch noch wieder weiter, oder was ist das hier? Alter, sind so viele Wege jetzt schon.
Mr. Handy. Alles mitnehmen. Stahl. Gut, das hätten wir uns jetzt klemmen können, aber... egal. Stahl nehme ich jetzt nicht mehr mit. Der nimmt jetzt nämlich wieder langsam ein bisschen... also das wird jetzt nämlich wieder ein bisschen viel alles, glaube ich, ne? Was sagt denn das Gewicht überhaupt? Inventar? Naja, noch geht's, aber... ich will das auch nicht übertreiben. Haarbürste? Haben wir nicht weiter? Da unten war jetzt auch ne? Nö. Alter, liegen auch einer auf dem Roboter, wa? Da ist noch eine Tür. Alter! Überall Roboter hier kaputte. Kaliber 50? Ist immer gut. Ach du Scheiße, Alter. Hier haben wir noch so viele Räume, ne? Aber wie... als eine rauchende Waffe und eine Tasche voll Kronkorken. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich finde das ja auch mal ganz cool, weil wir jetzt hier mal wieder eine Mission haben, die auch ein bisschen länger vonstatten geht. Finde ich ja eigentlich ganz cool. Hier ist jetzt Feierabend. Da oben ging es jetzt so nicht weiter, ne? Oder war da eine Tür? Ne, ne? Da war keine Tür, ne? Doch, na klar, da. Aber wo kommen wir denn da wieder hin? Aha, dann geht's hier also so rum. Ja, ja, jetzt kommen wir denn da rein. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, sind wir jetzt hier richtig? Also geht das jetzt hier weiter? Oder in den Raum, wo wir vorhin waren? Hier sieht das aber tatsächlich so aus, als wenn das hier weitergeht überall, ne? Von daher würde ich sagen, ich gehe gleich nochmal zurück. Doch nochmal lieber. Jo, super. Das wär's. Warum beschäftigst du dich damit? Willst du etwa ein Museum aufmachen? Lass mich doch das Vorkriegsgeld mitnehmen. Mensch. Kate, irgendwann ist doch gut. Ne, wir gehen noch... ne, hier liegen nur Kippen. Wir gehen noch wirklich nochmal zurück. Das lässt mir keine Ruhe. Ich möchte... ach, jetzt hat sie auch die Knarre, die wir sie... genau. Die sie von uns bekommen hat. Komischerweise. Wie sie ohne, wie das immer alles geht hier. Dann gehen wir jetzt doch nochmal zurück. Der muss das ja hier tatsächlich auch nur irgendwie noch ein bisschen zum Looten sein, ne? Oder zum Abluten sein hier. Diese Tür hier. Oder wo kommen wir hier hin? Diese... oh, oh, hier sind ganz schön viele. Alter. Was geht denn jetzt wieder ab? Oh, treffe ich wieder nicht. Scheiße. Alter, was ist das für einer? Oh! Greif doch die anderen an! Mann, er steht auch nur im Weg, der blöde Heinz. Alter, was hält der aus? Bitteschön. Den krieg ich ja gar nicht durch. Die Knarre ist auch mal viel zu schnell leer. Alter, rubbel die Katze, Junge, wa? Hier war ja... genau, da hat ich ja gesagt, da geht es weiter, ne? Also müssen wir jetzt da uns noch umschauen und da dann ja wieder zurück. Naja, dann, Alter, das war ja hier eben der Hammer, Junge. Geh doch mal beiseite hier. Was hat er denn feinet? Und denn nur Rüstungsteil? Jetzt hör auf. Mensch! Alle weg hier! Alle weg hier! Ich raste hier gleich aus! Ey! Verstrahltes Blut, so, gut. Alter Schwede, hat das eben die Schribbelt hier schon wieder, wa? Der legendäre Junge, der konnte aber auch eine Stange ab. Mein lieber Mann. Ich hab ihm gar nicht geguckt, was das war. Egal. Alter, wa? Was war denn hier los eben? Aber jetzt haben wir wieder ein bisschen Ruhe. Ein Glück. Ein Glück. Gucken wir uns erstmal hier unten noch um. Hier liegen noch ein paar Schränke. OP-Tablette, nein.
auch noch ein paar. Hallo? Warum kann ich die jetzt nicht abluten? Den ja, aber den anderen nicht. Komisch. Naja. Ach, hier ist auch noch was. Kriegst du auch wieder nur mit dem Terminal auf. Machen wir auch gleich. Nachdem wir geguckt haben, was hier noch so Schönheit gibt. Modische Brille. Sag mal, wie sieht die aus? Ne. Danke. Will ich nicht. Ach du großer Gott, ey. Oh. Das ist jetzt natürlich ein bisschen tricky wieder, wenn das hier so viele Abzweigungen hat, ne? Überall. Ach du großer Gott. Hier haben wir noch vermutlich ein bisschen länger zu tun. Aber ist ja, wie gesagt, ich finde das ja auch gut. Damit wir. Oh. Dann war ich auch mal wieder. Alter, 10 Raketen! Oh, jawohl! Was ist das? Nee. Na, kommt gar kein Spruch, Kate? Wie nach Vorkriegsgeld? Nee, wa? Ach so, Mensch, halt. Da unten der Raum. Da waren wir schon. Ja, schon. Hier sind wir hochgegangen. Gut. Das haben wir jetzt durch. Terminal. Einmal bitte hacken. Ein Treffer. Ja, das können jetzt natürlich viele sein, ne? Ein Treffer ist immer ein bisschen blöd. Null. Also kann das jetzt hinten eigentlich schon mal nicht sein mit den ED, ne? Wieder ein Treffer. Aber dann mal hier. Die Tunnels. Auch nicht. Null. Scheiße. Denn aber der. Auch nicht. Oh, jetzt leck mich doch am Arsch. Schön. Müssen wir gleich nochmal gucken. Mehr war ja jetzt hier nicht, ne? Übersehen haben wir nichts. Ne, sieht nicht so aus, ne? Gewesen sind wir jetzt überall. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch hier rein. Geht das schon wieder? Jo, das ist gut. Ein Treffer. Null Treffer. Drei Treffer. Okay, 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 okay. Drei Treffer. Drei Treffer. Das hier vielleicht, oder? Nee, zwei Treffer. Scheiße, wir haben schon wieder nur noch einen Versuch. Aber das könnte denn sein. Ach, jetzt hör doch auf, Alter. Meine Güte, jetzt kriegt diese Pisse hier wieder nicht auf ihn knackt. Da leckt mich doch im Arsch. Aber im. Ne, ne, hier war auch wirklich eine Spreiter jetzt. Ne, 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 ne. Da drüben waren wir noch nicht. Wo kommen wir denn hier? Na gut, hier ist jetzt aber auch nichts. Ne? Ne. Ne, hier ist nichts weiter. Jetzt muss das doch mal aufzukriegen sein hier. Das gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich. Oh, jetzt habe ich wieder was gedrückt. 0. 1. 2. Alter, jetzt hör doch auf, ey. Ganz ehrlich mal. Hier. Der. Auch nicht. Denn der. Auch nicht. Ey, ich lach mich hier gleich tot. Ich will hier rein, Alter. Da liegt ein schöner Seesack. Ein Seesack liegt da. Und gleich nochmal ran. Das ist doch wohl gar nicht wahr hier, oder was? Ein Treffer. Null. Null. Ja. Na endlich. Meine Güte, ey. Das ist doch nicht zu glauben. Es ist einfach nicht zu glauben. So, jetzt lass mich drin hier. Diese Terminals reine Zeitverschwendung wären. Ja, aber nicht, wenn ich da dran stehe. Wo jetzt endlich nach dem vierten Mal geklappt hat. Okay, war jetzt auch nicht so eine Ausbeute. Naja, obwohl. Obwohl. Na doch, na doch, doch, doch. Ein bisschen haben wir ja bekommen. Aber mehr ist jetzt hier auch nicht. Nö. Gut, dann können wir jetzt doch tatsächlich. Kommt denn hier wieder hoch? Da. Da ging ja jetzt irgendwo weiter hin, ne?
Gut, jetzt haben wir hier alles abgelootet. Da steht noch eine Nuka-Cola. Gut, jetzt haben wir wirklich alles. Die Gule haben wir alle down. Den fetten legendären auch. Jetzt können wir doch tatsächlich... Oh, tatsächlich da weiter, wo wir eigentlich schon waren. Wo war denn das überhaupt? Genau, wir mussten durch diese Türen hier. Und jetzt sind wir doch wieder genau da, wo wir aufgehört haben, ne? Richtig. Richtig. Hier war der Safe. Super. Also hier jetzt weiter, bitte. Wir müssen hier durchkommen, Mel. Sonja. Sonja. Die gute Sonja. Warum leuchtet das hier überhaupt so grün, Jens? Ach so, ich habe ja auch... Alter, ich sage ja, ich bin heute schon wieder total fertig hier. Und Achtung! Super! Na, dann wollen wir mal. Wo sind wir denn jetzt? Schon wieder bei Gule. Super. Ich schwöre, da war was. Meinst du, da war was? Man hat jetzt nur die Bede. Oh, 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 wir müssen mal wieder ein bisschen. Right away. Redex und nochmal gleich ein Stimpack nehme ich ganz gerne. Da macht er wieder Speichern. Das ist sehr gut. Man hat jetzt bloß die Bede. Ich habe jetzt hier zwei Leute down gemacht, ne? Oh ne, mehr sogar. Alter! Alter, ich sage, diese Dings hier sind. Ach, der lebt noch! Alter! Der hängt sich hier erst runter, weißt du? Ich hab mir eben schon gewundert, warum ich die nicht abluten kann. Aber wir haben trotzdem drei Mann gekillt. Der muss doch denn auch noch leben, oder was? Da kannst du auch gar nicht rüberlaufen. Der lebt. Ey! Der lebt da bestimmt auch noch. Genau. Tatsächlich. Krass, Alter, wa? Da bleiben die noch erst liegen, die Drecksäcke. Der lebt auch noch. Da zeigt er uns nämlich auch wieder nicht an. Alter, krass, ey. Oh, jetzt habe ich hier so einen scheiß Bleistift mitgenommen. Da wollte ich auch schon wieder gar nicht. Schlafsack? Nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen ja keinen Schlaf. Der Typ schläft nie. Okay. Hier noch ein bisschen Kronkorken und Munition. Hier ebenfalls noch ein bisschen Muni. Zigarettenautomat. Die leben auch noch. Hä? Alter! Der war noch gar nicht tot. Ich habe gedacht, das reicht, ein Kopfschuss. Du Drecksack-Arschloch. Den haben wir aber down gemacht mit einem Schuss. Klebeband, Kühlflüssigkeit, Skalpell. Nö, brauchen wir es nicht. Pistole hier, Munitionskiste. Was ist das denn? Achso, nee, nicht. Alter, die Musik. Die ganze Zeit schon, Junge. Ach, das ist das Ding hier selber, oder was? Jetzt haben wir hier die ganze Zeit so eine Hotten-Totten. Nein! Jetzt muss er nachladen. Das hat sich ja wehgetan. Extra stark schon wieder. Putzmittel. Alles mitnehmen hier, alles mitnehmen, alles mitnehmen. Haben wir alles. Noch ein paar Hände. Da können wir uns ja gegenseitig die Hand schütteln, wa? Down. Down. Also ich muss sagen, die Knarre ist echt gut. Die ist eigentlich sehr, sehr stark, wie ich finde. Golduhr, ne. Kickball, nein. Müssen wir überhaupt weiter? Anscheinend ja. Das ist ja auch super. Scheiße. Na!
Aber ich muss jetzt langsam mal aufpassen. Ich sollte jetzt vielleicht mal langsam wieder eine andere Knarre nehmen. Ich möchte die jetzt nicht gleich wieder hier so sinnlos wegrotzen. Hier, Plasmagewehr, das können wir auch mal nehmen. Davon haben wir jetzt auch eine ganze Schar voll. Oh, das Visier ist auch geil. Super, das gefällt mir auch. Hier geht jetzt weiter. Wir brauchen Sonja hier. Kein Problem. Die gute Sonja. Sonja, flieg mal. Flieg mal. Ey. Flieg mal durch. Jawohl. Mach mal weg hier. Ja, ihr könnt dann auch weitergehen, Leute. Hallo. Jetzt geh doch weiter. Ey. Ja, bewegt euch doch einfach ganz langsam, genau. Jetzt lasst mich doch mal hier vorbei. Ey, Alter. Na, endlich. Junge, Junge. Aber geil. Auf jeden Fall, macht mir auch echt Spaß, die Mission hier. Finde ich echt cool. Warum sind die schon tot? Die aber... Hä? Hier waren wir doch schon. Hier waren wir schon. Mit wem sollen wir denn jetzt hier sprechen? Mit die Alte hier, oder mit? Bobby. Wir haben's fast. Ja, wo muss ich denn jetzt hin? Die Karte... Hä? Jetzt führt er mich wieder dahin? Alter, sind wir daran schon vorbeigelaufen, oder was? Na, jetzt halt an, wa? Nee, das kann doch nicht. Oder haben wir da oben was vergessen? Können wir bitte aus der Strahlung raus? Ja, ja. Das ist echt mies. Ist doch gut. Nö, Leute, ich glaube, wir haben irgendwie was vergessen, ne? Weil das lotst uns ja jetzt wieder zurück. Und ich habe da die ganze Zeit gar nicht drauf geachtet. Ey, Alter. Naja, ist jetzt auch schon wieder ziemlich spät. Und ich glaube, ich werde jetzt hier die Session nochmal wieder pausieren. Ja. Reicht jetzt auch mal langsam wieder, ne? Und ja, ich werde mich hiermit erstmal vorerst auch wieder von euch verabschieden. Dann, wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt Fallout 4 oder was wir halt noch alles so schönes haben, ne? Bobby, die männliche Frau. Und Nasenlos natürlich auch, ne? Gut, Leute, ich werde mich verabschieden, wie ihr sagt. Ich hoffe, wir sehen uns wieder dann bei der nächsten Folge. Und ja, Kate, ne? Na ja, dreh dich wieder weg. Dreh dich doch wieder einfach weg. Dreh dich einfach weg. Gut, Leute, ich werde mich jetzt hier verabschieden, ne? Genug blöde Quatsch haben wir ja auch wieder. Also, ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen darüber und sage vorerst tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein!